Hallo ihr Lieben, willkommen an diesem Sommertag zu einer neuen Ausgabe meiner Manga Corner. Und ja, heute nehme ich mir mal die Manga-Fassung eines sehr bekannten Anime vor. Und zwar handelt es sich um die Manga-Version von Puella Magi Madoka Magica. Dieser Manga ist, wie man sehen kann, in 3 Bänden erschienen. Ich kann euch auch mal die Cover zeigen. Hier ist Band 1 mit unseren 4 Magical Girls drauf. Band 2 mit Kyoko und Sayaka. Und Band 3 mit Homura und Madoka. Und hier hinten, kann ich auch nochmal zeigen, sind immer noch so kleine Chibi angehauchten Bilder drauf. Einmal hier von Homura. Hier ist einmal von Madoka und hier von Kyubei. ich muss dazu sagen, ich habe natürlich zuerst den Anime davon gesehen und habe dann eben gesehen, dass es den halt auch hier in Manga-Form gibt. Die sind hier bei Carlsen Manga erschienen, laufen komischerweise unter Fantasy Science Fiction, okay. Jeder Band kostet 5,95 €. Und zum Inhalt kann ich ehrlich gesagt nichts Weltbewegendes sagen. Also der Inhalt ist im Grunde genommen identisch mit der Geschichte, wie sie halt auch in der TV-Serie abläuft. Also wer die Serie kennt, im Manga gibt es da keine großen Abweichungen von der Geschichte. Es entwickelt sich alles so, wie man das auch kennt. Manches ist vielleicht ein bisschen kürzer, gerade das Ende ist nicht so lange ausgedehnt, wie es im Anime ist. Was aber auch einfach daran liegt, dass es im Anime natürlich auch sehr viel um die visuellen Bilder geht. Und hier im Manga ist das dann halt einfach alles ein bisschen kürzer. In den Zeichnungen gibt es schon ein paar Unterschiede. Also die Hexen beispielsweise sind natürlich hier drin nicht so aufwendig und so bizarr und verzerrt dargestellt, wie es im Anime halt passiert. Das ist hier ein bisschen anders. Und von den Charakteren muss ich sagen, der einzige Charakter, der hier im Manga ein bisschen anders rüberkommt, ist Kyubei. Also mit manchen Gesichtsausdrücken und auch manchen Aussagen, die es hier so im Manga macht, kommt Kyubei im Manga ein bisschen düsterer und vielleicht auch ein bisschen negativer rüber als im Anime. Das ist das Einzige eigentlich, was mir so aufgefallen ist. Ansonsten vom Zeichenstil, ich kann ja mal einfach so hineingehen. Also hier haben wir zum Beispiel, der Zeichenstil ist ziemlich filigran stellenweise. Hier unten zum Beispiel Kyubei ist hier extrem niedlich gezeichnet. Also der Unterschied ist dann schon, ergibt sich dann schon drastisch, wenn er später in, wartet mal kurz, wenn er später, ja, wie zum Beispiel hier, in einer doch etwas fieseren Pose dann zu sehen ist. Also der Unterschied zwischen Kyubeis, sagen wir mal so, ich möchte euch ja nur helfen, und seiner wahren Identität als Inkubator kommt hier im Manga ein bisschen drastischer rüber halt als im Anime. Ja. Ansonsten kann ich nicht viel dazu sagen. Also der Anime hat mir schon super gefallen. Ich finde die Story sehr, sehr gut. Ich fand es schon im Anime klasse, dass man auch mal diese dunklen Seiten des Magical Girl-Daseins stark beleuchtet. Und das, finde ich, kommt im Manga auch sehr gut rüber. Man kann hier mit den Charakteren auch sehr gut mitleiden. In Sachen Manga zu Madoka Magica gibt es auch noch diverse andere Manga-Serien, die zum Teil Geschichten von anderen Magical Girls erzählen, zum Teil auch eine alternative Version der bekannten Geschichte erzählen. 2 von diesen anderen Manga-Serien habe ich inzwischen auch schon und die werde ich euch in den nächsten Folgen der Manga-Ecke dann auch vorstellen. Aber zu Beginn wollte ich halt mal den ganz klassischen Madoka Magica-Manga euch zeigen. Und
Ja, wie gesagt, wer den Anime mochte, der wird diesen Manga mit Sicherheit auch mögen. Den Zeichenstil finde ich eigentlich auch sehr, sehr schön. Es ist manchmal ein bisschen sanfter, verschnörkelter, romantischer als im Anime. Und es sind halt auch nur 3 Bände. Und von daher, wer vielleicht wirklich nur Interesse hat an der Original-Madoka-Magiker-Geschichte, der ist dann mit diesen 3 Bänden auch wirklich, wirklich gut bedient. Und vor allen Dingen, die sind auch noch nicht alt. Also der erste ist erschienen. Oh, lass mich lügen. Jetzt muss ich. Ja, der erste ist 2013, also vor 2 Jahren erschienen und ist auch immer noch zu kaufen. Also, wenn ihr Madoka Magica den Anime mochtet, dann seid ihr hier mit dem Manga auch gut beraten. Es ergeben sich halt keine neuen Erkenntnisse in der Geschichte oder so. Es ist nichts großartig dramatisch verändert, aber weiß nicht. Wer die Story mag und sich vielleicht nicht immer den Anime wieder ansehen möchte, sondern einfach auch das vielleicht auch nur mal nachlesen möchte, kauft euch diesen Manga. So, was soll ich noch mehr dazu sagen? Okay, das war's für heute vom Manga Puella Magi, Madoka Magica. Wie gesagt, die beiden anderen Manga-Serien, die ich davon schon habe, die hier schon bei uns erschienen sind, die quasi alternative Geschichten aus dem Madoka Magica-Universum erzählen, die werde ich euch dann in den nächsten Ausgaben vorstellen. Und danach werde ich, glaube ich, auch mal dazu übergehen, ein paar von den eher klassischeren Manga-Serien, also die schon älter sind, hier auch mal zu präsentieren, die ich noch so habe. Einige davon sind leider auch schon seit Jahren vergriffen und nicht mehr verfügbar, aber vielleicht ist es dann ja umso interessanter für euch, mal in diese Mangas ein bisschen reinzuschauen. Das hoffe ich zumindest. Okay, ihr wisst, Fragen, Kommentare, alles da unten in die Kommentarbox. Ich freue mich drauf. Und das war's für heute von mir, meine Lieben. Genießt das schöne Wetter. Ich hoffe, bei euch ist es nicht allzu heiß. Bei uns geht's zum Glück noch. Wir bereiten uns aber auch schon auf den Hitzschlag am Wochenende vor. Aber bisher ist alles noch okay. Wir haben noch kühlen Wind. Es ist auszuhalten und ich hoffe, ja, haltet euch irgendwie kühl und entspannt und überanstrengt euch nicht. Okay, das war's für heute von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, meine Lieben.